Es geht um 8,67 Milliarden Euro beim Budgetlandtag. Der Vorschlag für die Verteilung des Steuergelds kommt vom Finanzreferenten Landeshauptmann Thomas Stelzer. Die FPÖ wird zustimmen. Die anderen Parteien haben schon im Vorfeld Kritik geübt und angekündigt, dass sie dem Haushalt für 2024 nicht zustimmen werden. Das ist für mich ein mutloses und ein ideenloses Budget. Das sind die Zukunftsherausforderungen, die wir in Oberösterreich haben. Stichwort Schulbau, Kinderbetreuung, Klimainvestitionen an einem Industriestandort einfach vorbeigeht. Wir haben viele verschiedene Krisen zu bewältigen und in keinem dieser Problembereiche ist sozusagen substanziell mehr Geld zur Verfügung. Wir brauchen große Investitionen jetzt in den Klimaschutz, in die Transformation, in den Ausbau erneuerbarer Energien. Das heißt, wir brauchen neue Kraftwerke, aber auch neue Stromleitungen. Die FPÖ beschließt zwar mit, kritisiert aber, dass für Migration und Grundversorgung zu viel Geld ausgegeben wird. Dass also hier 1 Million Euro pro Woche aufgewendet werden muss in Oberösterreich für die Grundversorgung, für die Asylwerber. Da sind wir aber leider Gottes gebunden, weil es eben durch die verfehlte Migrationspolitik auf EU-Ebene und auf Bundesebene dann zu diesen Verwerfungen auch in Oberösterreich kommt. Die Neos vermissen im vorgelegten Haushalt Strukturveränderungen, vor allem im Bildungsbereich und bei der Kinderbetreuung. Wie wären wir denn Kinderland Nummer 1? Was heißt denn das eigentlich? Die beantwortet auch dieser Haushalt nicht und die beantwortet auch die mittelfristige Finanzplanung bis 2027 nicht. Und das ist ganz einfach zu wenig. Landeshauptmann Thomas Stelzer verweist auf den Schuldendeckel von 25% der Einnahmen. Wir reden von einem Land, das seine wirtschaftliche Stärke behalten will, das größte Herausforderungen hat, aufgrund der internationalen Lage, die Menschen auch zu entlasten. Und dann gelingt es uns noch dazu, das mit den wenigsten Schulden aller Regionen zu machen. Ich glaube, da könnte man schon, wenn man einen positiven Geist hat, das eine oder andere Gute drin finden. Am Rande der Sitzung ging es dann auch noch um die eigenen Finanzen. Anstatt der automatischen Inflationsabgeltung von 9,7% sollen heimische Landes- und Gemeindepolitiker eine Gehaltssteigerung von 4,85% bekommen. Eingebracht haben den Antrag ÖVP und FPÖ. Wir übernehmen viele Aufgaben für unsere Landsleute, aber wir ordnen uns auch unter die Steigerungsraten, die es in anderen Berufen gibt, ein. Ich habe im Sommer schon vorgeschlagen, dass die Landesregierung eine Nulllohnrunde einlegen soll und dabei bleibe ich auch. Da wird es dann irgendwann mal Abteilungsleiter geben, die mehr verdienen als der ressortverantwortliche Politiker. Ich glaube, das ist auch nicht der Sinn der Sache. Die 4,85% Gehaltssteigerung sind eine Empfehlung des Bundes. Neben Oberösterreich übernehmen sie auch andere Bundesländer wie Vorarlberg und die Steiermark.